So, gehen wir das Buch jetzt mal in Ruhe durch. Es beginnt im Kapitel 1, das heißt, was ist eine Ich-Strategie? Das muss man natürlich schon mal erklären, damit Sie wissen, worum es hier eigentlich geht und was ich darunter verstehe, weil die Begriffe sind ja immer sehr theoretisch und heterogen und ich definiere das hier, dann wissen Sie. Und dann geht es um die Frage, was ist der Sinn von Zielen? Und das gibt es ein schönes Zitat von Mark Twain. Das ist der mit Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Ja, das finde ich gut. Also, ja, ja, finde ich gut. Schöner Spruch, deswegen steht er auch in meinem Buch drin. Dann geht es darum, was ist ein Ziel und wie definiert man sein Ziel? Da gibt es ja Zieldefinitionen, können Sie googeln, gibt es ja immer die SMART-Definition, spezifisch, messbar, aktiv beeinflussbar, realistisch und terminiert. Ich habe das noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe da noch ein paar Regeln aufgestellt und ja, okay. Kann man machen, wie man will. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man ungefähr weiß, was ein Ziel ist. So, jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Vielleicht zum Einstieg habe ich eine kleine Liste gemacht, also eine Checkliste, die man für sich mal abarbeiten kann. Also, der Ansatz 1 ist Brainstorm. Sie nehmen einen Zettel oder mehrere Zettel, Karteikarten und schreiben einfach, welche Ziele fallen mir denn so ein? So, und dann, ich will reich sein, ich will gesund sein, ich will ein eigenes Haus haben, ich will Arzt sein oder was auch immer, ich will berühmt sein, ich will eine Goldmedaille gewinnen. Das ist ein guter Einstieg. Einfach mal anfangen zu träumen und so, was will ich eigentlich? Und prüfen kann man das hinterher immer noch in dem ganzen Bereich. Ansatz 2. Welche Lebensmodelle will ich eigentlich? Ich finde die Idee vom Lebensmodell ganz gut. Ein Lebensmodell ist zum Beispiel Familie leben. Haben ja viele, sagen, ich möchte gerne eine Familie haben. Das ist zum Beispiel ein Lebensmodell. Andere sagen, Liebe leben. Ich will die Partnerschaft nach vorne stellen und alles andere ist mir egal. Dann gibt es noch das Modell Umwelt retten. So, das sind für mich Lebensmodelle, ne? Geld leben, nachhaltig leben, smart leben und so weiter. Ich habe eine ganze Reihe von Sachen aufgeführt. Da finden Sie sich vielleicht auch wieder. Auch eine gute Idee eigentlich, mal zu gucken, in welche Richtung will ich eigentlich gehen. So, dann gibt es noch wiederum einen Ansatz, welche Organisationsform finde ich attraktiv? Ja, auch das ist eine gute Frage, um sich selber zu prüfen an der Stelle. Hier meine Vorschläge. Familie klassisch, Mutter, Vater, Kind, Elternteil alleinziehend, alleinerziehend. Viele wollen das nicht, aber so schlecht ist das Modell nicht. Paar ohne Kinder, Single-Dasein, einen Hauptjob und einen Nebenjob zu haben, eher halbtags arbeiten, dafür ein bisschen bescheidener mit dem Geld umgehen, aber viel Zeit zu haben, vielleicht ein doppelter Wohnsitz, Stadt und Land oder vielleicht auch selbstständig sein, Kommune und so weiter. Das sind Organisationsformen, die man anstreben kann. Und 4, auch noch eine Frage, ein Ansatz, was ist Ihre Shitliste, dass Sie mal in sich gehen? Das hat vielleicht mit Lebenszielen im Großen nicht so viel zu tun, aber ist trotzdem wichtig, um zu gucken, wo Sie stehen. Vielleicht müssen Sie erstmal ein bisschen graben und an sich selbst arbeiten oder ein paar Probleme aufarbeiten. Was stört Sie? Was belastet Sie? Was befürchten Sie? Und wovor haben Sie Angst? Auch wichtig, dass man vielleicht solche Themen bearbeitet einfach. Okay, das ist hier eine Checkliste, können Sie durchchecken. Nächster Ansatz, ein Tipp eher, ändern Sie die Perspektive für eine kurze Zeit. Da geht es ja darum, dass man einfach, wenn man immer so im Trott ist, gar nicht so richtig weiß, wo man hin will. Vielleicht kann man einfach mal aussteigen, mal einen Monat mit dem Rucksack durch die Gegend gehen oder vielleicht auch nur ein Wochenende sich in den Wald verziehen, ohne Handy natürlich, ohne irgendwas, nur mit dem Stift und dann einfach mal über sich nachdenken oder auch ein bisschen länger. Ich glaube, gute Ziele zu finden dauert länger als nur 3 Tage. Ja, dann gibt es natürlich noch den Tipp, dass man sich testen soll. Probieren Sie sich einfach mal aus. Versuchen Sie irgendwas, nehmen Sie irgendeinen Job an, gehen Sie irgendwie in eine Kommune oder versuchen Sie, also irgendwas ausprobieren ist auch nicht verkehrt, so als Tipp. Und was auch gut ist, auch ein wichtiger Ansatz, ist
so eine Liste zu führen, was will ich definitiv nicht. Man kann ja sagen, ich will auf gar keinen Fall in der Großstadt wohnen, ich will gar keinen Fall in Deutschland bleiben, ich will auf gar keinen Fall im Ausland sein, was auch immer. Auch habe ich hier ein paar Beispiele. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo man einfach für sich, wenn man das Ganze durcharbeitet, immer ein Stückchen näher rankommt. Also man hat erstens so eine weiße, große grüne Platte, wo man drauf arbeiten kann und so. Ne, das will ich aber nicht und das schon und das eher und das nicht. Und so kommt man sich immer so ein bisschen näher und kristallisiert so ein bisschen was raus. So, jetzt komme ich ja zu dem Hauptblock. Das war ja so ein bisschen zum Warm-up, würde ich sagen. Ja, und jetzt kommen wir zum Hauptblock. Da geht es um die Lebensziele oder Lebenszielkategorien. Nochmal, ich wiederhole sie nochmal. Glückliche Familie. Finanzielle Unabhängigkeit, also der Umgang mit Geld, Vermögen. Drittes Ziel, Gesundheit und Vitalität. Viertes Ziel, Freundeskreis. Wie will ich meinen Freundeskreis gestalten? Wie will ich ihn erhalten? Wie will ich ihn ausbauen? Wie will ich damit umgehen? Ja. Lebensziel 5, berufliche Erfüllung, also nicht nur Geld verdienen, sondern auch Spaß haben beim Job. Muss man sich Gedanken machen, ganz zentrale Frage, logischerweise. Lebensziel 6, so eine kleine Idee, um sich bei Laune zu halten. Kleine Träume, mein Beispiel ist immer ein kleines Hotel in Griechenland. Haben ja wahrscheinlich auch Mamma Mia gesehen. Ach, so ein kleines Hotel und dann ist gutes Wetter, dann kommen nette Leute und dann kann man da Geld verdient da leben. Vielleicht, ja, solche kleinen Träume sollte man auf jeden Fall suchen, sammeln und nicht vergessen und in schlechteren Zeiten mal rausholen. Das ist dann wie so ein kleiner Sonnenschein, den man sich dann aus der Karteikarte rausholt. Und Lebensziel 7 ist dann die Vision, die Berufung. Das ist dann die ganz hohe Kunst. Also da kann ein Beruf sein, kann aber auch helfen sein oder ich weiß auch nicht. Also es gibt, also für mich ist es ja irgendwie das Schreiben zu erhalten und zu missionieren, dass die Leute mehr schreiben. Das ist so mein Ding. Oh Gott, vielleicht finden Sie ja auch irgendetwas, was Sie besonders wichtig finden. So. Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Diese 7 Lebenszielkategorien kann man auch noch in die einzelnen Lebensphasen unterteilen. Auch wenn sie hier angeleitet, da gibt es dann viele Möglichkeiten. Also, dass man auch nicht in das Problem kommt, ah, ich weiß nicht und was soll ich denn mein ganzes Leben lang? Und nee, der Ansatz ist falsch. Man muss gar nicht sein ganzes Leben lang jetzt schon planen und sich jetzt festlegen, sondern wenn man die einzelnen Lebensphasen, und Lebensphasen sind Ausbildung, Studium, vielleicht Auslandsaufenthalt, Berufseinstieg, Familiengründung, Kinderfamilienphase, Nachberufsphase, sind so verschiedene Phasen. Und wenn man sagt, in dieser Phase möchte ich gerne das so und so gestalten und so und so gestalten, dann überfordert man sich auch nicht. Sagt man, okay, ich bin jetzt erstmal in dieser Phase und jetzt will ich das gestalten. Und das finde ich gut. Ja, es ist schon ziemlich viel. Wenn man jetzt sagt, jetzt sind, weiß ich nicht, 7 oder 8, dann hat man 50 oder 60. Wenn man so als Matrix aufzieht, ich blende das hier mal ein, das sind dann schon sehr viele, nämlich insgesamt vielleicht 48 unterschiedliche Punkte, die man für sich abarbeiten muss. Aber man kann die auch in großen Zügen, kann man sagen, mich interessiert jetzt nur mal die Phase 1 oder die Phase 2, wie auch immer. So. Das zu dem Thema Lebensziele. Wie das Ganze operationalisiert wird, steht hier auch drin und dafür gibt es dann ja auch noch dieses Arbeitsheft. Das zeige ich hinterher auch nochmal, sodass ich lasse Sie jetzt nicht mit dieser Checkliste alleine, sondern Sie können das dann nachher noch operationalisieren. Und hinterher im Buch gibt es auch noch Beispiele, zeige ich noch. So, das ist jetzt also der große Block. Dann gibt es noch einen weiteren. Jetzt geht es ja weiter. Jetzt kommen wir zu dem Block der Ich-Ziele. Die Ich-Ziele, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Und nochmal, also die Ich-Ziele sind immer dann besonders wichtig, wenn ich die Lebensziele nicht klar habe. Bei den Ich-Zielen geht es um eine Erweiterung der Persönlichkeit. Wie kann ich aus mir mehr machen? Wie kann ich mir selber näher kommen? Wie kann ich aus dem, was mir mitgegeben wurde an Talenten, an Eigenschaften, wie kann ich damit umgehen? Also wie kann ich das Ganze entwickeln? Und da ist das Ich-Ziel 1, allgemeines Können, Kunstgeschichte, Wissen. Und Ziel Nummer 2, fachliches Können, was schon eher was mit dem Beruf zu tun hat, also eher was mit dem Beruf zu tun hat, zum Beispiel Adobe Suite, die Photoshop wirklich gut können oder sich damit da mal einarbeiten.
Dann Ziel Nummer drei ist persönliches Können, zum Beispiel ja, Zeitmanagement beherrschen oder. Ich habe ja ein Buch geschrieben und das heißt jetzt hier das Ich-Management. Wie erreiche ich meine Ziele? Und dieses Buch, ja, ich blende es da nochmal ein, dieses Buch selbst, das wäre eine Operationalisierung der Ich-Ziele. Also wenn Sie sollen auf jeden Fall am Anfang die Ich-Ziele für sich zu entwickeln. Ich mache gleich weiter und dann können Sie das durch dieses Buch noch ergänzen und noch ein bisschen verfeinern, was Sie da eigentlich wirklich wollen. Denn es gibt bei den Ich-Zielen auch in den weitere Momente, die immer mehr auf Sie individuell zugehen. Nämlich da gibt es dann noch das Ziel der Rollen. Also ich will eine Rolle ausfüllen, zum Beispiel die Rolle des Vaters oder ich will an meinen Gewohnheiten arbeiten. Sowieso ein wichtiges Thema, mag ich ja sowieso gerne. Wer mich kennt, weiß, ich bin echt ein Fan von Gewohnheiten. Da habe ich auch mal ein Buch zu geschrieben, Die Chance zur Änderung Ihres Verhaltens. Das ist dieses hier. Ja, ich blende das auch nochmal ein. Das heißt ja die Think-Methode. Und da geht es auch darum, wie kann man seine Gewohnheiten ändern. Gewohnheiten ändern heißt Persönlichkeiten verändern. Also in dem Augenblick, wo man seine Gewohnheiten verändert, kommt man voran. Und das ist schwer genug, seine Gewohnheiten zu verändern. Und deswegen habe ich da auch mal einen Ansatz vorgelegt. Deswegen gehört das auch alles ein bisschen zusammen. So, dann gibt es Ziel Nummer 6, die Zielbilder. Da ist auch wichtig, dass man im Kopf hat, zum Beispiel Gesundheit. Was bedeutet für Sie Gesundheit? Ja, ich will gesund sein, ja, ich will beliebt sein, ja. Aber wie ist jetzt das Bild dazu oder der kleine Film dazu? Ja? Das gilt es zu erarbeiten. Dann haben wir hier noch das Ziel Nummer 7, die Einstellungen. Ja, bei den Einstellungen geht es, das ist noch tiefer als die Zielbilder. Also auch ein psychologischer Begriff. Da geht es darum, ja, wie stehe ich zu einem Thema? Ach, ich will jetzt hier nicht einsteigen. Steht hier auch drin. Ist wichtig, ganz wichtig, um sein Leben zu gestalten, seine Einstellung zu verändern, an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und ja, zu arbeiten heißt ja, abzuschaffen oder neue Glaubenssätze zu implementieren. So, ganz wichtiger Punkt, wie gesagt, das ist das Ich-Ziel. Ja, dann gibt es ja noch das Hier- und Jetzt-Ziel, hatte ich schon gesagt, ich sage es dann mit der Vollständigkeit halber nochmal. Wir müssen, und das ist meine Lehre, weil ich hatte eine Zeit, wo ich einfach eher nur in die Zukunft gedacht habe und das Hier und jetzt das Genießen des Augenblickes und auch das Wahrnehmen des Augenblickes einfach gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Deswegen wäre es falsch, ein Buch zu schreiben über also die Ich-Strategie, über die Ziele seines Lebens, wenn man den Augenblick, das Jetzt und das Hier vergisst. Das muss unbedingt rein. Und deswegen habe ich es auch so hoch aufgehängt, ne? Also Kapitel 3 sind die Lebensziele, Kapitel 4 sind die Ich-Ziele, das sind ja Monster. Das sind ja riesengroße Ziele. Aber auf gleicher hierarchischer Ebene hier in meinem Buch ist das Kapitel 5, und das ist nur ein ganz kurzes Buch, ganz kurzes Kapitel, 4 Blätter sind das und noch 4 Seiten, die Hier- und Jetzt-Ziele. Daraus sehen Sie, dass ich dem schon einen ganz großen Wert beimesse, dass man im Hier und Jetzt sagt, ach, heute ist gut. Heute fühle ich mich wohl, dass man nicht nur für die Zukunft lebt. So, Kapitel Nummer 6. Wie gehen Sie jetzt mit den persönlichen Zielen um? Da geht es um Priorisierung. Sie können ja unmöglich alles auf einmal machen. Sie müssen das alles auf die Kette kriegen, auf den Zeitstrahl, auf die Zeit herunterbrechen. Ganz wichtiger Punkt. Es nützt ja nichts zu sagen, ja, ich will, aber man macht nicht. Und wie das dann jetzt genau geht, steht auch im Kapitel 7. Wie setzt man seine Ziele um? Ich habe da verschiedene Beispiele. Und dabei hilft Ihnen jetzt auch genau dieses kleine Heft. Das ist so ein kleines Heft, wo Sie denken, ja, ist ja nur ein Heft. Aber da steckt natürlich, wenn Sie das ernst nehmen, und wenn Sie wollen, wenn Sie richtig mal mit sich, und Ihren Zielen auseinandersetzen wollen, steckt natürlich eine Menge Arbeit und eine Menge, ja, Denkarbeit drin. Und dieses Buch, das hilft, dieses kleine Heft, das hilft Ihnen dabei. Hier schreiben Sie im Prinzip, also nachdem von der Idee her ist es so, Sie schreiben erstmal alle so Karteikarten und schreiben Karteikarten deswegen, weil man die dann unterschiedlich auf den Tisch sortieren kann, nach Dringlichkeit, Wichtigkeit, nach was will ich jetzt, was will ich später, dass sie nicht verloren gehen. Man kann irgendwie schön daran arbeiten, als wenn man nur eine Liste hätte. Man kann die Rückseite beschreiben, man kann die Nummer austauschen. Deswegen bin ich für Karteikarten, um das Ganze zu erarbeiten. Und wenn man dann sagt, okay,
ich bin jetzt mir im Klaren darüber, dann kommt dieses Heft hier zum Einsatz und dann dokumentiert man das und dann plant man diese Ziele runter. Also Stufe 1 ist, ich lese das Buch, Stufe 2 und währenddessen Stufe 2 erarbeite ich mir meine Karteikarten und Stufe 3 kommt dann dieses Heft zum Einsatz. Das ist auch ganz besonders, weil ich hier unterscheide, wenn ich das mache, ich unterscheide hier mehrere Teile, um sich einem Ziel zu nähern. Zum einen muss es definiert werden, das ist hier im oberen Teil der Fall. Dann die einmaligen Aktivitäten. Was sind die einmaligen Aktivitäten, um das Ziel zu erreichen? Da muss man irgendwas kaufen oder irgendwas feststellen oder irgendwas umorganisieren, wie auch immer, das ist denn einmalig. Dann gibt es monatlich, wöchentlich und täglich wiederkehrende Aktivitäten. Und das ist auch vollkommen klar, muss man runterbrechen, aber man muss es auch organisieren. Und dabei hilft dieses hier, damit man sich im Klaren ist, was will ich eigentlich? Was steckt eigentlich hinter diesem Ziel hin? Sonst denkt man sich, jo, ich will das, aber man muss es mal einfach mal durchdenken, konsequent. Und jetzt kommt hier noch was ganz Originäres, was Sie auch in keinem anderen Buch finden. Also die Ich-Ziele finden Sie ohnehin in keinem anderen Buch, zumindest noch nicht. Ich denke mir mal, da kommt bestimmt der eine oder andere und nimmt das auf. Hier kommen jetzt noch Aktivitäten, die kommen aus dem Buch Die Think-Methode. Da geht es ja um Gewohnheiten zu ändern oder Gewohnheiten aufzubauen. Und zwar sind das die situativen Aktivitäten. Situative Aktivitäten, die hängen also nicht an irgendeinem Zeitpunkt. Ja, immer morgens trinke ich ein Glas Wasser oder so. Das kann man an so einem Zeitpunkt machen. Die sind noch relativ einfach zu erlernen. Aber situative Aktivitäten sind so eine Wenn-Dann-Kombination. Also wenn jemand aggressiv mit mir umgeht, dann mache ich Folgendes. Oder wenn ich müde bin, dann mache ich dieses hier. Oder wenn, also immer so eine Wenn-Dann-Kombination aus der Situation heraus. Auch wichtig finde ich, total wichtig, dass man sich dem bewusst wird und sagt, okay, ich will mir das nicht alles gefallen lassen. Ich lerne jetzt Nein zu sagen, wenn irgendwas kommt und ich spüre in mir irgendwo diesen kleinen Widerstand, dann reagiere ich da auch drauf und sage Nein. Also ist jetzt nur ein Beispiel. Das sind situative Aktivitäten und dann gibt es noch mentale Aktivitäten. Mag ich auch gerne. Kommt aus der Sportwelt. Da geht es darum, um Visualisierung, um sich selber sehen in einer Zielsituation, Wunschbilder oder Bilder aufbauen, dass man die in seinem Kopf verankert. Auch das macht man, ich will das jetzt nicht strapazieren, aber mit der Think-Methode, da geht es um Karteikarten, wie man damit umgeht. Genau, so. Und das ist jetzt also das gesamte Paket. Wenn Sie dann hiermit durch sind, das war ja Schritt Nummer 3, wäre Schritt Nummer 4, Sie müssen es operationalisieren. Dafür, dies ist jetzt sozusagen die Theorie, dieses Buch, das ist ja die Theorie der Operationalisierung. Schritt 4 wäre dann, dass man guckt, wie man das in den Tag umgesetzt bekommt. Und da gibt es meiner Ansicht nach nur einen Weg. Schreiben, Papier, Kalender. Also, ja, klar. Also, das ist ja meine Welt. Ich glaube, wenn man an sich arbeitet, geht es nur schriftlich. Und ich finde, schriftlich und Papier finde ich besser als schriftlich und dann irgendwie auf Glas zu schreiben, ist jetzt nicht so meins. Kann man aber auch, selbstverständlich. Und dann mit einem Kalender zu arbeiten, weil so ein Kalender, da gibt es auch so Routinen, so eine Morgenroutine, nehme ich meinen Kalender, schreibe mir da verschiedene Sachen rein, repetiere das Ganze nochmal, habe dann vielleicht noch meinen Block Karteikarten und dann repetiere ich das, dass ich es nicht vergesse. Es geht immer um den Kampf gegen das Vergessen und dann wird es funktionieren. Also es ist, ich muss sagen, es ist kein Konsumbuch. Ja, man muss schon arbeiten, aber es ist unglaublich wichtig. Also man muss sich seine Zeit nehmen und sich vornehmen. Jetzt beschäftige ich mich damit. Das kann man mal über Weihnachten ein paar Tage machen. Aber eigentlich ist es so wichtig, je nachdem, wo man gerade steht, dass man sich mal einen Monat Zeit nimmt und wirklich genau dieses Thema ventiliert. Kann man es wieder ein bisschen ruhen lassen und dann nochmal wieder angehen. Aber dass man an sich arbeitet, sodass man herausfindet, was will ich eigentlich wirklich? Weil, wie gesagt, nach meiner Philosophie hat man nicht so viele Leben, meistens nur eins. Und das ist nicht so lang. Also ist es dann meistens kürzer, als man denkt. Je älter man wird, desto kürzer ist das Leben. Und da sollte man schon was Gescheites draus machen. So,
Ganz zum Abschluss nochmal als Übersicht sind ein paar Bücher, die bei mir aufeinander aufbauen. Es ist einmal hier, muss man die hässlichen Teile raus, einmal die Ich-Strategie, das Ich-Strategie, dann ist es das Ich-Management und dann ist dazu die Think-Methode, wenn es auch ans Umsetzen geht. Das sind die drei, die sehr gut zusammengehören. Dann gibt es noch weitere Bücher, wenn Sie so mit Zeitmanagement noch gar nicht viel am Hut haben und dann sagen, ich muss mich mal irgendwie organisieren, dann ist die 5x3-Methode, 5x3-Methode wichtig. Das ist der Einstieg ins Zeitmanagement. Liest sich auch recht schnell und ist einfach. Aber ich glaube, so kommt man mal ins Treiben und so kann man Dynamik auslösen. Und ich habe auch noch ein anderes Buch geschrieben, das geht es ums Zeitmanagement selbst. Zeit optimal nutzen, das ist schon was für die Leute in der zweiten Stufe, die dann schon wissen, okay, Zeit ist wichtig, wie gehe ich damit gut um und dann kann man das machen. Okay, das nur zum Gesamtkonzept, wie Sie sich gut aufstellen können. Wichtig ist dabei aber wissen, was man eigentlich will.